Wenn das kein guter Geruch zum Morgen ist, wonach riecht's denn wieder? Kaffee. Und, hast du gut geschlafen? Ja. War kälter irgendwie gefühlt, ne? Ja. Wir hatten zwar die Heizung wieder auf 11, ja, 11 Grad eingestellt, genau wie gestern. Gestern war es uns zu warm. Heute war es nicht kalt, aber kühler, definitiv. Naja, jetzt, ihr hört's, jetzt steht sie auf richtig warm. Und jetzt kommt auch die Sonne. Ah, wir sind die Ersten auf dem Wanderparkplatz heute. Endlich, ja, aber der ist wieder weg und der war nur mit seinem Hund spazieren. Wir sind die ersten richtigen Wanderer. Ja, heute ist exzellentes Wetter angesagt. Wir haben, muss mal gerade gucken, ob ich meine warme Jacke anhabe. Ja, okay. Wir haben Sonnenschein angesagt, zwar wie gesagt nur bis 3 Grad plus im Schatten, aber dafür makelloses Wetter. Und wir haben eine Tour von knapp 20 Kilometern uns vorgenommen heute, also ein bisschen mehr als die letzten Tage. Und zwar wieder nur 2 Stempel, aber dafür sehr, sehr schöne auf entsprechenden Aussichtsbergen auch. Wir parken in der Nähe von Osterode, kurz vor der Sösetalsperre und laufen jetzt Richtung Hans-Kühnen-Burg. Das ist eine Ausflugsgaststätte mit Aussichtsturm. Die ist dann so der höchste Punkt und das Highlight unserer Etappe heute. Und dann geht's am Sösestausee wieder zurück zum Auto. Ja, auch hier ist der Wald irgendwie weg. Wie so oft hier im Harz in diesen Zeiten laufen wir durch kahle Berghügel. Ja, man kann nur hoffen, dass dann die Natur hier sich das wieder so einrichtet, wie es dann vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger für so ein Ökosystem ist, als diese Fichtenmonokultur, die hier vorgeherrscht hat. Ja, mal ein kurzer Zwischenstand. Wir haben bestimmt jetzt schon 3 Kilometer und es geht einfach nur die ganze Zeit bergauf. Auf so einem Weg, der früher mal wahrscheinlich Wald war und jetzt kahle Hänge sind. Also ein bisschen nicht so viel zum Zeigen. Dafür gibt es immer mal schöne Aussichten. Da habe ich ja schon ein, zweimal die Kamera drauf gehalten. Aber gleich müssten wir die Stempelstelle erreichen. Hier ist eine Übersichtskarte. Hier parken und Stempel Nummer 1, Stempel Nummer 2. Da ist es ja schon, direkt gegenüber von der Karte, gar nicht gesehen, weil es hier so ein bisschen rechts ab im Gebüsch war. Eine Schindelkopfköte oder die Schindelkopfköte und auf der anderen Seite ist der Stempelkasten. Eine Köte hatten wir schon mal als Stempelstelle, nämlich bei Schulenberg. Da gibt es auch eine Köte, wo ein Stempel sich versteckt. Das ist quasi eine Köhler-Schutzhütte. Also früher gab es ja hier Köhler, die hier aus dem Holz Holzkohle hergestellt haben. Und die haben dann in solchen Holzhütten, in solchen sogenannten Köten gewohnt oder Unterschlupf gesucht. Ein schöner Blick zurück hier gerade Richtung Sösestausee. Den werden wir nachher noch näher kennenlernen. Und Osterode.
endlich mal ein etwas schönerer Wanderpfad. Nicht nur so ein breiter Forstweg. Bisschen Abwechslung. Na ja, weiter geht's bergauf hier. Auf dem nassen Weg, so heißt der wirklich. Und das ist heute auch Programm. Jetzt gerade mal wieder durch einen Abschnitt, wo die Bäume noch stehen. Die sind zwar auch alle abgestorben, die ganzen Fichten hier. Aber trotzdem, dadurch, dass sie einfach noch ein bisschen, eben einfach Bäume stehen, wirkt es doch ein bisschen behaglicher, als nur über diese freien Flächen zu laufen. Aber die kommen sicher auch noch weg. Die sind auch alle abgestorben. Leider, leider. Ja, hier sieht man das Werk des Übeltäters. Diese Bohrgänge vom Borkenkäfer in der Rinde. Was ist eigentlich mit der Sonne? Geht nicht mehr bergauf, du musst dich entscheiden. Ja. Wie findest du es, dass es jetzt schneit? Kein Kommentar. Es schneit jetzt nämlich übrigens. Wirklich? Hm. Wollte ich nur noch mal. Dass wieder der Anstieg da ist? Ja, es geht auch weiter hoch, klar. Oh, wir haben es geschafft. 3 Stunden Gehzeit, das ist nicht der neue Streckenrekord. Aber wir sind ganz zufrieden, dass wir es gepackt haben. Und hoffen jetzt, dass die offen haben. Jetzt mal kurz aufwärmen, wäre richtig klasse. Schönste Stempelstelle 2015. Ja, von da kamen wir und weiter geht's jetzt für uns Richtung Söse-Stausee in diese Richtung. Hoffentlich nur noch bergab. Ja, hier drin gibt's gute Linsen, Erbsensuppe gab's heute. Linsensuppe gibt's auch manchmal. Dazu warme Getränke und ein bisschen Aussicht vom Turm. Ein sehr, sehr herzlicher Wirt, der uns noch mit der einen oder anderen Anekdote versorgt hat. Wir können uns nicht beschweren. Und jetzt treten wir den Rückweg an. Der dürfte rein streckenmäßig etwas länger sein. Aber wir hoffen mal, dass es nicht so anstrengend ist wie der Aufstieg. Das ist ein Ende in Sicht. Hier unten ist ein normaler Weg.
Nachdem wir uns ein bisschen durchs Unterholz gekämpft haben, können wir jetzt hier mal wieder ein bisschen Kilometer machen sozusagen. Wir laufen ein Stück auf Asphalt. Neben uns ein Bächlein, die große Schacht, wenn ich es richtig mir gemerkt habe. Und wir steuern jetzt mehr oder weniger zielgerichtet auf die Sösetalsperre zu. Die müssen wir dann noch ein gutes Stückchen verfolgen, um zurück zum Auto zu kommen. Wir haben die Sösetalsperre oder den Sösestausee erreicht. Wird gebaut, aber man kommt durch, ist kein Problem. Und sind jetzt auf unserem Weg entlang des Stausees bis zum Parkplatz zurück. 4,5 Kilometer bis zur Staumauer. Von dort haben wir es noch ein kleines Stückchen bis zum Auto. Also vielleicht noch 5. Es zieht sich. Also es ist wirklich eine lange Wanderung heute. Wir sind es nicht mehr gewohnt, das muss man ganz ehrlich sagen. Früher sind wir ja 20, 25, 30 Kilometer Etappen gelaufen, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber wir sind alt. Ja, lang nicht mehr gemacht. Und man spürt dann irgendwie doch einfach auch, ja, weil man es eben lange nicht mehr gemacht hat. Kann man nicht leugnen. Ah, es geht voran. Nicht mehr weiter, vorne hinter der Staumauer, dann steht das Auto. Ah, da ist die Staumauer in greifbarer Nähe. Ein paar Schritte sind es immer noch. Ja, hier die Staumauer der Sösetalsperre. Wir haben es wirklich hoffentlich jetzt endlich mal bald geschafft. 6 Stunden Gehzeit hatten wir jetzt ungefähr, haben wir gerade mal durchgerechnet. Nee, 7. Naja, aber eine Stunde in der Hütte hattest du irgendwie gesagt. Nee, warte mal, wir sind um 9.15 Uhr los und jetzt ist es kurz nach 16 Uhr. Dann haben wir 7 Stunden. Ja, aber wir waren auch zwischendurch ja, in der Hütte. Ja, okay, hast recht, ja. 6 Stunden Gehzeit. Ach, ich kann nicht mehr rechnen, das war zu anstrengend. Also, boah, wir sind echt ganz schön eingerostet, muss man wirklich sagen. Das hat uns, also mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich hat es konditionsmäßig auch wirklich gefordert. Eher jetzt gar nicht so, dass ich aus der Puste war, sondern dass ich jetzt einfach mich so generell so ein bisschen kraftlos fühle. Aber ich bin auch stolz, dass wir es dann wieder geschafft haben. Eine etwas längere Wanderung. Ich meine, das sind Distanzen, da lachen andere drüber, ne? Aber wenn wir es... Früher hätten wir auch drüber gelacht. Früher haben wir auch drüber gelacht, aber wir haben jetzt halt wirklich... Ja, die letzten Wanderungen waren auch alle wesentlich kürzer, die wir gemacht haben. Viel im Job halt, wenig draußen, Winter. Wenn wir am Auto sind, werden wir noch zu Kaufland fahren. In Osterode ist da einer, ein bisschen was besorgen. Heute ist wieder Montag. Da können wir einkaufen gehen und dann fahren wir nach Hause auf unseren Bauernhof und freuen uns schon auf noch ein bisschen schöne Aussicht und Ruhe für heute. So, zurück am Stellplatz. Erklär doch mal, was du da machst. Ich beobachte ein Rotkehlchen. Ah, das hat so eine rote Kehle. Ist so süß. So süß. Ja, das ist kein Rotkehlchen, was ich da gerade filme, das weiß ich. Das hat sich natürlich sofort verdünnisiert, nachdem ich versucht habe, die Kamera drauf zu halten. Aber man kann hier viele Vögel beobachten. Oh, ist das süß. Oh, das ist ein Waschbär, so eine Markierung. Die hier gerade Würmer in der Wiese suchen oder sowas. Das ist richtig klasse. Unterdessen ist ja auch Zeit fürs Abendbrot. Wir machen einfach einen großen Topf mit Nudeln und dazu dann rotes Pesto. Einfaches, schnelles Essen. Nach so einer langen Wanderung. Ja, wir haben aber Hunger und das haben wir uns, denke ich, auch verdient.